Mein Opa! Gorrit Dex. Berg. Wie stimmt das? Brustgurt. Hüft-Brustgurt-Kombinationen gibt's eigentlich nicht mehr. Auf Hochtouren gibt's hauptsächlich nur mehr Hüftgurte ohne Polsterungen. Die sind sehr leicht und man kann sie klein verstauen. Schau, die Beinschlafen lassen sich öffnen. Dadurch kommst du besser rein und raus. Insbesondere, wenn du Steigeisen anhast. Aber bei den Schuhen hat sie nichts tun. Die tun gleich weh, wie die Meinung damals. Wie bist du nur da reingekommen? Das sind 38 und du Schuhgröße 43. Da hat sich viel getan. Das Wichtigste ist, dass der Bergschuh richtig gut passt. Deswegen lässt man sich ja ordentlich Zeit, wenn man sich einen neuen Schuh kauft. Ah, welche Wohltat. Schmerzen und Blasen müssen heutzutage nicht mehr sein. Moderne Hochtonschuhe sind leicht, besitzen eine verwindungssteife Profilsohle, sind wasserdicht und je nach Einsatzbereich mehr oder weniger isoliert. Wir unterscheiden zwei Typen, den bedingt steigeisenfesten Schuh und den steigeisenfesten Bergschuh. Bedingt steigeisenfeste Schuhe haben eine leicht aufgebogene Sohle, die etwas weicher ist und damit bessere Abholeigenschaften besitzt. Sie funktionieren nur mit Kombi-Steigeisen mit Korb. Steigeisenfeste Schuhe sind vor allem in technische kombinierten Routen ein Vorteil. Die steifere Sohle und der ausgeprägte Sohlenrand erlauben das Verwenden von Bügelsteigeisen, die die beste Kraftübertragung haben. In den Schnee- und Eisregionen der Westalpen sind Bergschuhe mit einer integrierten Gamasche von Vorteil. Die sind nämlich wasserdicht und vor allem auch sehr gut wärmeisolierend. Für Hochtouren geeignete Steigeisen haben 10 oder 12 Zacken und verfügen über Anti-Stollplatte, die das Aufstollen vom Schnee vermindert. Das bevorzugte Material auf Hochtouren im Sommer ist eindeutig Stahl. Reine Aluminiumsteigeisen werden nur im Schnee oder Firn verwendet, zum Beispiel auf Skihochtouren. Bei den Bindungssystemen wird zwischen Körbchen, Bügel und Kombi unterschieden, wobei Kombi-Steigeisen am häufigsten verwendet werden. Es ist zentral, dass das Steigeisen mit dem Schuh kompatibel und auch perfekt angepasst ist. Steigeisen für sehr anspruchsvolle Fels- und Eistouren haben vertikale Frontalzacken, sind auf klassische Hochtouren aber nicht geeignet, da sie fürs kombinierte Klettern und nicht das Gehen konstruiert sind. Das ist ein moderner Allround-Pickel. Die sind einmal 55 bis 65 cm lang, gerade oder leicht gebogenen Schaft. Wischen da die Schlaufen? Ja, die haben keine Schlaufen wie beim Eisklettern. Deswegen kann man auch gut als Geh- und Kletterhilfe verwenden. Oder auch zum Abbremsen von Stürzen. Oder als Sicherung verwenden, zum Beispiel als T-Anker. Boah, der ist aber brutal leicht. Aus welchem Material ist denn der? Alu, oder? Ja, die Haue ist aus Stahl und leicht gebogen. Es gibt auch welche mit Aluhauen, die gehen aber ziemlich schnell kaputt. Und der Griff ist komplett Aluminium. Und mit der Schaufel kann man den Schnee und loses Eis weggraben, um zum Beispiel Eisschrauben zu setzen. Moderne Eisschrauben haben eine Länge zwischen 13 und 22 cm, sind innen hohl und glatt poliert, haben scharf geschliffene Zähne und verfügen über eine Kurbel zum schnelleren Eindrehen. Eisschrauben mit Aluminiumschaft sind wesentlich leichter und gerade auf einer Hochtour eine gute Alternative zu den robusteren Stahlschrauben. Standardmäßig führen wir am Gletscher eine Schraube pro Person in der Länge von ca. 19 cm mit. Im Bergsport werden ausschließlich Karabiner aus Aluminium verwendet. Häufig sind die aufwendig konstruiert und durch die Aussparungen gewichtsoptimiert. Die Unterscheidung erfolgt in der Art des Verschlusses und in der Karabinerform. Auf Hochtour ist ein Drei-Wege-Karabiner zum Anseilen auf jeden Fall mit dabei. Auf Hochtour verwendet man in der Regel möglichst leichte, gut imprägnierte Einfachseile mit einem Durchmesser von ca. 9 mm und 50 Metern Länge. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielseitig. Zweier- und Dreierseilschaften im Fels und Eis, aber auch größere Gletscherseilschaften und auch kurze Abseilstellen bis 25 Meter können gemeistert werden.
Technische Seilklemmen sind im Hochturmbereich nicht mehr wegzudenken. Bei der Spaltenbergung spielen sie ihre Vorteile aus, sind sie doch wesentlich einfacher im Handling und minimieren die Reibungsverluste. Sie werden in vielen Situationen bei der Rettungstechnik oder dem Aufsteigen an einem Fixseil verwendet. Rebschnüre sollten einen Durchmesser von mindestens 5 und maximal 6 mm haben. Am besten sind Rebschnüre mit einem Kern aus Dyneema oder Kevlar. Die Haltekraft verdreifacht sich dadurch. Bandschlingen sind heutzutage nur noch industriell vernäht und in verschiedenen Längen erhältlich. In vielen Bereichen sind sie eine schnelle Alternative zur Rebschnur. Am häufigsten verwenden wir 60 cm Bandschlingen für Zwischensicherungen und 120 cm Bandschlingen beim Abseilen oder Standplatzbau. Ein weiteres wichtiges Utensil ist der Rucksack. Bewährt hat sich ein leichter 30-Liter Rucksack, welcher nahe am Körper anliegt und auch eine Schlaufe für die Pickelbefestigung hat. Der Helm. Opa! Was denn? Ah, der Helm? Danke, Opa. Wir sehen uns morgen. Mach's gut und du musst mal aufpassen. Thank you.